Die Interflug steht für Sehnsucht, Fernweh, unerfüllte Träume und für Privilegien. Wir sind rausgekommen in die Welt, wir haben was gesehen, wir haben was erlebt. Das ist natürlich für viele DDR-Bürger ein Problem gewesen, weil sie eben das außer den sozialistischen Ländern und da auch nicht immer und überall hin sich nicht leisten konnten. Und das war natürlich eine wichtige Sache für uns. Also da fühlten wir uns schon als Privilegierte. Bei der Interflug, ein Traumberuf, in der DDR mehr als anderswo. Viele Jungs träumen davon und meist bleibt es ein Traum. Es ist nicht leicht, hineinzukommen in den kleinen Kreis der Auserwählten. Es haben sich viele Leute beworben, aber die Interflug stellte ziemlich hohe Anforderungen. Zum Beispiel, also auch die gesellschaftliche Tätigkeit gehörte dazu. Man brauchte also nicht nur die körperliche und geistige Eignung, sondern eine Delegierung von der GST. Die Messlatte liegt hoch für alle Bewerber. Auch bei den angehenden Stewardessen wird großer Wert auf korrekte staatsbürgerliche Etikette gelegt. Schließlich sollen sie die DDR im Ausland nicht nur würdig vertreten, sie sollen auch immer wieder zurückkehren aus der weiten Welt. Gefragt sind Leute, die in jeder Beziehung in der DDR zu Hause sind. Wer sich bewirbt, weiß das und bereitet sich entsprechend vor auf die alles entscheidende Eignungsprüfung. Ich habe mir wirklich alle Zeitungen durchgelesen, Aktuelle Kamera geguckt, was ist so los und Nachrichten. Und habe mich informiert, was in der Welt los ist. Und dann fragten die mich doch tatsächlich, was hat Erich Honecker auf seinem letzten Messerundgang gesagt? Bei der Frühjahrs- oder Herbstmesse, ich weiß nicht genau. Und ich hatte keine Ahnung, was er gesagt hat, weil das war für mich keine relevante Nachrichtenmeldung, keine politische Meldung. Und dann habe ich so vielmal überlegt, oh Gott, was könnte er denn gesagt haben? Was sagt er denn immer so bei solchen Anlässen? Ne? War ja mal Riesenberichterstattung mit 40 Bildern im Neuen Deutschland, nur Erich Honecker auf der Messe. Und dann habe ich irgendwas erzählt von friedlicher Koexistenz und Handel verbindet die verschiedenen Gesellschaftsformen. Und das stimmte dann natürlich auch. Und damit so hatte ich es dann geschafft. Heinz-Dieter Kallbach ist einer der Glücklichen, der es bereits 1961 geschafft hat. 31 Jahre wird er für die Interflug auf dem Pilotensitz Platz nehmen und Tausende von Flügen durchführen. An die ersten Tage in Schönefeld erinnert er sich, als wäre es gestern gewesen. Innerlich war man immer erregt, weil das war ein super Glücksgefühl. Wenn ich zum Beispiel früh morgens zum Flug gegangen bin und wir sind dann von unserem Vorbereitungsraum bei den Passagieren, wo die Passagiere abgefertigt wurden, durchgegangen, vorbeigegangen, da ist mir dermaßen die Brust geschwollen vor Stolz, dass ich nun mit meinem Körperchen als Co-Pilot in einer zivilen Airline diese Aufgabe erfüllen durfte. Nee, das war fantastisch. Noch heißt die Interflug Deutsche Lufthansa der DDR. Es ist Gründerzeit, es herrscht Aufbruchstimmung. Und Kallbach ist im Glück. Wenige Tage vor seinem Dienstantritt war er noch Pilot bei der NVA. Dort drohte man ihm mit Entlassung, wenn er sich nicht von seiner neuen Liebe trennt. Ich lernte meine Frau kennen. Es gab dann Westverwandtschaft, also meine Schwiegermutter lebte in der BRD. Hatte ich kaderpolitisch keine Chancen. Die Armee stellt ihn vor die Wahl, Frau oder Karriere. Kallbach will beides. Da kommt das rettende Angebot. Die junge Fluggesellschaft sucht dringend neue Piloten. Und da habe ich natürlich sofort mit Freude Ja gesagt. Bin kurz danach auch schon von der Armee entlassen worden und bin zur Interflug gekommen. Also damals noch Deutsche Lufthansa. Jungfernflug auf der ersten internationalen Linie der Deutschen Lufthansa der Deutschen Demokratischen Republik. Gäste und Journalisten starten nach Warschau. Von zarter Hand verabschiedet, startet das Flugzeug nach Sofia. Zum ersten Mal mit unserer deutschen Lufthansa unterwegs nach Moskau.
Die Deutsche Lufthansa der DDR ist ein Erfolgsmodell. 1956 bietet sie gerade mal 5 Verbindungen an. 3 Jahre später stehen schon 14 Linienziele im Flugplan. Größere Havarien bleiben aus. Die neue Airline gilt als sicher und das Passagieraufkommen steigt stetig. Entsprechend entwickelt sich der Personalbedarf, auch in der Kabine. Eine Stewardess muss nicht nur mehrere Sprachen beherrschen, sondern auch während des Fluges vollendet servieren können. Roswitha Thieme gehört zum Club der Ersten. Zusammen mit 20 anderen jungen Frauen wird sie 1960 als Flugbegleiterin ausgebildet. Also Stewardess war sowieso Traumberuf, klar, weil der Arbeitsplatz, der war in der Luft. Man hat also ständig neue Menschen, neue Länder kennengelernt. Die stolze Stewardess mit dem Abschluss als Luftverkehrskaufmann hat ihr neues Reich in der Iljuschin 14 samt der 30 Passagiere ganz für sich. Man hat natürlich auch in der IL 14 als alleinige Person viel besseren Kontakt gehabt zu den Gästen als heute. Man hatte die Zeit, man hat mit ihnen geplauscht. Das kann man heute alles nicht mehr. Silbertablett, Serviette drauf, Essensschälchen, Besteck. Man musste ja alles selbst dann herrichten. Das war nicht schon so fertig ausgedeckt, wie man das heute kennt. Es gibt Flüge bei der Deutschen Lufthansa der DDR und auch später bei der Interflug, die kann man nicht im Reisebüro buchen. Immer wieder werden Maschinen aus dem regulären Flugplan herausgelöst, um im Namen der Solidarität Hilfsgüter zu transportieren. Wie hier Lebensmittel für die Mongolei. Soli-Flüge mit Medizin an Bord, Krankenhausausstattungen oder Schulmaterialien werden zum festen Programmpunkt. Immer wieder am Steuer Chefpilot Rolf Heinig. Sein erster Soli-Flug geht 1957 nach Hanoi. Für Heinig ist es einer der Höhepunkte seiner fliegerischen Laufbahn. 9 Zwischenlandungen, 34 Flugstunden und 10.000 Kilometer Strecke über unbekanntem Gebiet. Das bleibt ihm unvergesslich. Es war Januar, ist in der Sowjetunion tiefster Winter. Als wir nach Irkutsk kamen, herrschte dort minus 45 Grad. Und auch in Ulaanbaatar. Und als wir nach Hanoi kamen, herrschte dort plus 45 Grad. Mit ungewöhnlicher Fracht an Bord landete eine IL-14 der deutschen Lufthansa in Hanoi. Jubelnd empfangen von vietnamesischen Pionieren, überbrachte eine Delegation des Demokratischen Rundfunks die erste Geschenksendung deutscher Kinder an ihre Freunde im fernen Asien. Wir waren das erste Flugzeug, was praktisch aus Europa in Hanoi gelandet war und dann eben diese Geschenke überbrachte. Und wir wurden in den Palast des Präsidenten eingeladen. Rolf Heinig und seine Crew zu Gast bei Ho Chi Minh. Schon damals ein lebender Mythos für alle Kommunisten und Sozialisten weltweit. Wir haben uns dann mit den Kindern zusammengesetzt und haben die kleinen Modelle zusammengebaut, die es damals in der DDR gab, über die IL-14. War also fantastischer Empfang. Die Kinder erwarteten ja auch allerhand. Zurück in der Heimat. Hier droht Deutschland Ende der 50er die endgültige Teilung in Ost und West. In der zivilen Luftfahrt gibt es die Teilung bereits. 1954 hatte sich die Deutsche Lufthansa in Westdeutschland neu registrieren lassen. Bereits ein Jahr vor der ostdeutschen Fluglinie. Während der DDR-Kranich ungehindert startet und landet, streitet die westdeutsche Konkurrenz für ihr ausschließliches weltweites Namensrecht. 1958 erwirkt sie durch gerichtliche Verfügung, dass eine DDR-Maschine in Kopenhagen am Boden bleiben muss. Nur gegen Kaution wird die Starterlaubnis erteilt. Um künftig Ärger zu vermeiden, wird im selben Jahr für westliche Ziele die Interflug gegründet. Als absehbar ist, dass der Namensstreit nicht zu gewinnen ist, entscheidet sich die DDR-Führung 1963 endgültig für den alleinigen Namen Interflug.
Rückblick. Es waren die höchsten Führungskader der DDR, die sich 1954 gegen den Rat der Juristen für den Namen Deutsche Lufthansa entschieden hatten. Am 16. September 1955 fliegt ein stolzer Genosse Walter Ulbricht auf dem Jungfernflug mit der eigenen Luftlinie zu politischen Gesprächen nach Moskau. Aber deutsch sind auf diesem Flug nur die Passagiere. Die Piloten an Bord sind noch von der sowjetischen Aeroflot ausgeliehen. Rolf Heinig, ehemaliger Jagdpilot im Zweiten Weltkrieg, Flugzeugingenieur und SED-Parteimitglied, soll das ändern. Er wird beauftragt, 21 Bewerber für die ersten deutschen Cockpit-Besatzungen auszuwählen. Da brauchten wir nicht irgendwie zu annoncieren oder irgendwelche sagen, meldet euch, sondern das ging ganz automatisch. Es ging meiner Ansicht nach wie ein Lauffeuer durch die ganze Republik damals. Über 3000 Bewerbungen ehemaliger Flieger gehen ein. Die meisten sind seit Kriegsende nicht mehr geflogen. Und wenn doch, dann als Segelflieger bei der GST. Denn nur bei der Gesellschaft für Sport und Technik gibt es in der DDR die Chance abzuheben. Rolf Heinig ist angewiesen, nur Bewerber zuzulassen, die sich hier gesellschaftlich bewährt haben. Die Ausbildung wird dann in der Sowjetunion stattfinden. Die glücklichen Gewinner nehmen Aufstellung für das Gruppenfoto. Alle sind ehemalige Flieger aus Görings Luftwaffe. Unter ihnen ist auch der Chef der Auswahlkommission selbst. Alle 21, die wir nach Ulyanovsk geflogen wurden, sind dahin geflogen und sagten, jetzt, wenn du jetzt gute Leistungen bringst, dann kannst du wieder fliegen. Alle Ausbildungsteilnehmer sind ungeduldig, wollen endlich wieder fliegen nach 11 Jahren Pause. Keiner von ihnen spricht Russisch. Dolmetscher überbrücken die Verständnisbarrieren. Gleich der erste Flug beginnt für Rolf Heinig mit einem Sprung ins kalte Wasser. Auf dem rechten Sitz saß der sowjetische Instrukteur und ich saß auf der linken Seite hier, wo der Kommandant des Flugzeuges sitzt und sagt, nun mach mal los, ne? Dabei, Idite. Das war wunderbar. So was Schönes. Ob Deutsche Lufthansa der DDR oder wie sie ab 1963 heißt, Interflug, das Erfolgsmodell bleibt ein Erfolgsmodell. Auch nach der Namensänderung geht der Aufstieg der zivilen Luftfahrt in der DDR weiter. Eine neue Maschine mit mehr Sitzplätzen und mehr Reichweite wird in Dienst gestellt. Die Iljuschin 18. Mit ihr geht es zu immer weiter entfernten Zielen in den Nahen Osten und nach Afrika. Andrea Boy erlebt die Il 18 als Stewardess. Während die Piloten diese Maschine heute noch wegen ihrer fantastischen Flugeigenschaften preisen, ist die Sicht der Stewardess eine andere. Also die Il 18 wurde immer gerne mit dem Trabant verglichen, weil die war auch unglaublich laut. Reihe 5 war die schlimmste Reihe von allen. Da hätte ich mich am liebsten bei den Passagieren immer entschuldigt dafür, dass sie dafür noch Geld bezahlen müssen, weil da hatte man kein Fenster, man saß vor der Wand, hatte kein Fenster und es war die aller lauteste Reihe und alles hat vibriert und wenn man den Kaffee abgestellt hat, schwappte der gleich aus. Das konnte man eigentlich keinem zumuten. Wussten Sie schon, dass die Interflug jetzt durch eine neue Route Berlin-Kairo günstige Flugverbindungen nach ganz Afrika und Asien geschaffen hat? Ohne Zwischenlandung fliegt die IL-18 von Berlin nach Kairo knappe 6 Stunden. Bevor Sie also im Schönefelder Flughafenrestaurant 3 Stunden auf Ihr Essen warten, fliegen Sie lieber zusammen mit Ihren anderen 82 Passagieren los und speisen Sie in Kairo. Ein Wochenschau-Kommentar von 1964. Als gäbe es die Mauer gar nicht. Aber es gibt sie. Auch innerhalb der Interflug. Nicht jeder darf in den Westen. Von 1961 bis 1989 dürfen nur besonders Vertrauenswürdige ins NSW fliegen, ins nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet. Den anderen bleibt das SW, das sozialistische Wirtschaftsgebiet. Es war natürlich auch traurig irgendwie, weil es gab dann so diese strenge Trennung zwischen den Kolleginnen, die in den Westen durften, und den anderen. Also die waren dann natürlich privilegiert. Andrea Boy ist auch Stewardess geworden, um mal was anderes zu sehen als Budapest und das Schwarze Meer. Es gab keine verbindlichen Zeiten und es war auch nichts, was man einfordern konnte. Also man konnte nicht nach 3 Jahren hingehen und sagen, ich will jetzt endlich auch mal in den Westen fliegen, es war ja suspekt.
Marianne Scheel bewirbt sich 1965 für eine Stelle als Stewardess und durchläuft die langwierige Aufnahmeprozedur bei der Interflug. Einige Jahre ist sie auf nahezu allen Strecken in Osteuropa unterwegs. Doch die Freigabe für die NSW-Flugrouten bleibt aus. Keiner ihrer Kollegen kann sich erklären, warum. Ja, die Frage habe ich auch oft genug gestellt, mir selbst. Und habe gedacht, dadurch, dass mein Vater vielleicht in West-Berlin wohnte und ich eine Tante in Stuttgart hatte, dass das der Hauptgrund war, wo man annehmen musste, dass ich Kontakt hatte. Ansonsten konnte ich mir das nicht erklären. Ich hatte ja schon eine Familie, hätte auch die DDR nicht verlassen, sage ich mal so, weil ich ja hier zu Hause bin und mich auch recht wohl gefühlt habe. Aber irgendwann hat man dann auch mal nachgefragt. Ja, und eigentlich hat man nie eine Antwort bekommen. Es ist in Arbeit, ist in Arbeit. Nach 13 Jahren Dienst in der Interflug erhält Marianne Scheel endlich ihre NSW-Zulassung. Andrea Boy wartet bis zur Wende. Es war tatsächlich so, dass Kolleginnen, die nach mir kamen, vor mir in Westen durften, also die mich überholt haben. Interflug-Mitarbeiter mit MFS-Kontakt überprüfen regelmäßig durch Umfeldbefragung die Auslandstauglichkeit des fliegenden Personals. Andrea Beuys Nachbar berichtet ihr später davon. Ob ich Zeitung lese, ob ich, was ich für ein Staatsbürger sei und ob ich, was mit den Männern so sei und ob ich dann auch meine Wohnung sauber halte und Kontakt zu meinen Eltern hätte und all so eine Dinge halt. Ja. Also hat man versucht, so ein richtiges Bild davon zu machen, was ich denn für ein Leben führe, ob ich denn würdig sei, auch im Westen zu dürfen und die DDR dazu repräsentieren. Peter Schulze macht schnell Karriere bei der Interflug. Bei ihm stimmt alles. Er engagiert sich gesellschaftlich, ist in der Partei. Nach 3 Jahren als Bordingenieur beginnt seine Pilotenausbildung. Ein DEFA-Kamerateam begleitet ihn. Und anhängen, Fehler. Ein bisschen Druck hast, so, das lang. So halten. Fahrwerk ein. Und 5 Meter anstellen. Als junger Pilot erlebt Peter Schulze Mitte der 60er Jahre die Hochzeit des Kalten Krieges. Westliche Staaten verwehren den Maschinen aus der DDR die Benutzung ihrer Luftstraßen. Das führt nicht nur zu großen Umwegen für die Interflieger, sondern auch zu Engpässen in der Luft. Die Straße von Otranto, eine Meerenge zwischen dem südlichen Italien und Albanien, ist so ein Engpass. Hier müssen die Interflugpiloten im neutralen Luftraum auf wenigen Kilometern Breite durch, ohne Italien zu nahe zu kommen. Flugsicherung und Luftstreitkräfte überwachen die vorgeschriebenen Abstände. Und da habe ich selber erlebt, wir sind runtergeflogen nach Kairo und sind gerade dort in der Straße von Otranto. Und der zweite Pilot, der hat gerade sein Essen gekriegt unterwegs, der hat das auf dem Schoß und isst nur gerade. Und ich bin in der Zeit geflogen, habe die Instrumente beobachtet, Luftverkehr überwacht und gucke auf einmal zu denen rüber, was der macht. Ich denke, ich spinne. Da sitzt 30 Meter neben mir ein Amerikaner mit einem Jagdflugzeug und guckt zu uns rüber. Und da sage ich zu dem Zweiten, ich sage, du erschreck mal nicht, guck mal ganz vorsichtig nach rechts, da hängt ein Jäger. Und da guckt er mich an und da sagt er, bei dir aber auch. Da habe ich rüber geguckt und da hing auch einer. Und der guckte rüber und da habe ich so gemacht und da hat er wieder gewinkt. Und dann sind die noch vielleicht eine Minute mit uns parallel geflogen und dann haben sie sich abkippen lassen. Aber trotz des Kalten Krieges beginnt die Interflug ihr Geschäft mit dem Westen. Kaum ein DDR-Betrieb ist in der Lage, Devisen in so großem Stil einzunehmen wie die Fluggesellschaft der DDR. Jeder in D-Mark verkaufte Sitzplatz spült schon vor dem Start harte Währung ins Land. Und überall in der BRD kann man die Interflug buchen. Linien- und Charterflüge ab Schönefeld. Das war ja bekannt, uns war es ja bekannt. Ja. Wir haben ja wirklich von den Westdeutschen und Westberliner Touristen gelebt, ja, die wir geflogen haben. Denn die haben ja nun uns das Geld gebracht. Ein paar hundert Mark einsparen können, weil man eine billigere Quelle entdeckte. Wer will das nicht? Nur gewusst wie. Viel Geld sparen können sie zum Beispiel bei Abflügen von Ost-Berlin. Die Interflug ist die erste deutsche Billigfluglinie. Zumindest für die Westdeutschen.
Nach Moskau waren 619 Mark Ersparnis drin. Nach Kairo, Budapest, Bagdad oder Warschau zwischen 300 und 600 D-Mark. Zum Start geht es bereits seit 1963 mit dem Transitbus von West-Berlin über einen Sonderübergang direkt zum Check-in in Schönefeld. Weil die haben sich natürlich lustig gemacht über unsere Flugzeuge und meinten, ob denn jetzt hier das Fernsehen rauskäme aus den Leselampen. Und da musste man dann halt manchmal so Scherze machen. Wenn zum Beispiel am Anfang so belüftet wird und da kommt so Qualm aus den Luftduschen. Und meinten sie dann so, warum es denn hier so qualmt? Und dann meinte ich, das wäre Lachgas, wir müssten unsere Passagiere ja bei Laune halten. Und dann haben die gelacht und dann gesagt, sehen Sie, wirkt schon. Und dann hatte man sie auch schon gewonnen. Aber doch, das war schon bizarr, weil die, also vor allem ältere Leute uns manchmal so behandelten, als wenn wir so die armen, hungernden, darbenden Ostler wären, wo dann mal so eine Strumpfhose rübergeschoben wurde oder eine Tafel Schokolade, was ja nett gemeint war, aber eigentlich ja auch lächerlich. Rudi Obst ist seit 1970 Navigator auf der Iljuschin 18. Er erinnert sich gerne an die kleinsten Devisenpassagiere der Interflug. Pro Maschine fliegen wöchentlich bis zu 130.000 zukünftige Bräuler von Wien oder Budapest in den Nahen Osten. Diese Transporte werden von den Besatzungen Kükenflüge genannt und finden überwiegend nachts statt. Auf einmal schiebte hier was und da kamen die bis hier vorne, nahm man sie natürlich hoch. Und hier war das Einzige, wo es dann noch ein bisschen heller war und warm war. Und da hielten sie sich und da gingen die auch nicht weg. Und dann machten wir uns auch natürlich den Jokus, das war um nachts. Um 10, um 11 war damals nicht mehr so ein Flugverkehr wie heute. Dann machte man dann die Flugsicherungsmeldung, ließ man also auch mal dieses Piepen, dieses Küken reinpiepen, ja. Auch wenn alle ausgeladen waren, waren zwei, drei blieben in der leeren Maschine zurück. Und da fanden sich dann aber auch Abnehmer. Eins habe ich sogar mal mit nach Hause geschmuggelt. Es wurde ein Riesentier. Die Interflug in den 70er Jahren. Die zunehmende Anzahl westlicher Ziele führt zu einem immer dichter gestrickten Regelwerk der Staatssicherheit für die Besatzungen im Ausland. Das weibliche Personal erfährt besondere Aufmerksamkeit. Kein Ausgang ohne kollegialen Schutz, so ist die Vorschrift. Also es hieß immer, es hat ein männliches Besatzungsmitglied mitzugehen. Grundsätzlich. Ja, na, man ist im Ausland, versteht vielleicht die Sprache nicht. Und klar, kapitalistisches Ausland ist ja besonders gefährlich. Es gab Ausnahmen, die gemacht wurden. Das kam immer darauf an, wie der Kapitän das so handhabte. Also es gab welche, die waren da etwas strenger und manche waren halt auch etwas liberaler. Die Mädels sind auch häufig mal alleine gegangen. Die Mädels. Also die Männer und die Mädels. So, es war halt egal, ob man jetzt 50 oder 20 war, wir waren halt immer die Mädels. Die Männer hatten ja nicht immer Lust, durch die Schuhläden mitzulaufen und zu warten, bis die Mädels alle Schuhe durchprobiert haben. Für das Ausland werden die Crews mit Westwährung ausgestattet. Oft bleiben mehrere Tage bis zum Rückflug nach Berlin. Schöne Ausflüge und Einkaufsbummel in fernen Ländern. Ein unerreichbarer Traum für Millionen DDR-Bürger. Ohne Voraussetzungen werden diese Privilegien nicht vergeben. Einen gewissen Familienhintergrund musste man ja haben, um überhaupt diesen Job machen zu können. Also möglichst verheiratet, möglichst in der Partei, möglichst Kinder, also möglichst viel Bindung an diesen Staat, damit man diese Sehnsucht abzuhauen möglichst nicht hat. Auch für das durch das MFS ausgeklügelte System wechselseitiger Absicherungen bleibt eine Sicherheitslücke. Der Faktor Mensch. Romanzen zwischen Cockpit und Kabine sind verboten, aber das MFS ist weit. Man kommt dann irgendwo hin, sage ich jetzt mal als Beispiel, Dubai, Strand, Palmen, schöner Abend, Essen mit der Crew. Tja, mein Gott, Gefühle gab's auch da, die wurden auch nicht unterdrückt. Das ist auch vorgekommen. Wenn es rauskommt, ist die Strafe klar. Entzug der Flugerlaubnis ins Ausland. Denn wer fremd geht, geht vielleicht auch ganz, so die Logik des MFS. Meldepflichtig ist der Kommandant der Crew.
Es gab schon mal Sachen, die man auch nicht gemeldet hat, wenn man zum Beispiel erfahren hat, dass es in eine Beziehung, dass sich in eine Beziehung anbahnt zwischen das Stewardess und einem Kollegen aus dem Cockpit. Dann hatte man das an und für sich auch dorthin zu melden. Und dann hat man das oftmals noch ein bisschen zurückgehalten. Man hat mit den Kollegen gesprochen und ob es was Ernsteres werden soll oder nicht. Die Staatssicherheit überwacht die Interflieger bis in ihre Privatsphäre. Wenn Kollegen von Scheidung, also deren Ehe von Scheidung bedroht war, dann wurden die sofort gesperrt, also durften nur noch ins SW fliegen, weil ihre Ehe wackelig war und damit ihr seelischer Zustand labil. Und das könnte ja eventuell ihre Bereitschaft, in den Westen zu gehen, sozusagen befördern. Und schon diese leichten Gerüchte, da konnte man auch nur Gerüchte verbreiten, ja, die Ehe ist wackelig, dann durfte die nicht mehr in den Westen fliegen. Auch Gerüchte haben einen Absender. Die Crews sind durchsetzt mit inoffiziellen Mitarbeitern der Staatssicherheit. Dass fast auf jedem Flug einer dabei ist, erfahren die meisten erst nach der Wende. Wir waren ja hier 4 Mann im Cockpit und wenn Pausen waren, Wendezeiten waren, dann saßen wir mit den Mädels zusammen. Wir waren eine Familie. Und wir erzählten uns also auch familiäre Dinge, die heute überhaupt nicht mehr ins Cockpit gehören, auch überhaupt nicht berührt werden. Die konnten wir uns erzählen. Kein Mensch hat angenommen, dass da so viele Leute dabei sind. Aber ich denke mal, auf längeren Flügen war immer einer dabei. Feindkontakt, ein freundlicher Gruß an einen Westkollegen, reichte aus für eine Meldung nach Schönefeld. Die Besatzung waren also noch nicht in Berlin. Da wussten die schon Bescheid. Bis in die 80er Jahre wuchs der Überwachungsapparat stetig, entsprechend zum Wachstum der Interflug. Zentralflughafen der Interflug der DDR Berlin-Schönefeld. Heute der 380. Linienflug in dieser Woche. Zuverlässige sowjetische Maschinen machen die Interflug auf rund 45.000 Kilometer Streckennetz zu einer der sichersten Fluggesellschaften der Welt. Einsatz neuester sowjetischer Typen wie dieser schnellen TU-134. Ergebnis engster Zusammenarbeit unserer Länder. Auf fast 1000 internationale Ferienflüge kommt die Interflug in diesem Sommer unter anderem nach Moskau, Leningrad, Kiew, Budapest, Sofia, Varna. Von 1965 bis 1970 kann die Interflug ihre Passagierzahlen verdoppeln. Immer mehr Staaten erkennen die DDR an und gewähren ihrer Fluggesellschaft Landerechte. Neu angeschaffte Düsenflugzeuge wie die Iljuschin 62 mit großen Reichweiten ermöglichen der Interflug ihren stetigen Aufstieg. Der besondere Stolz der Gesellschaft, seit ihrer Gründung hat es zwar Unfälle gegeben, aber keine Katastrophen und keine Toten. Spätsommer 1972. Ein dunkler Schatten fällt auf die Interflug. 20 Minuten nach dem Start einer IL-62 mit Kurs Burgas muss der Kommandant wegen Steuerungsproblemen umkehren. Peter Schulze wohnt in Sichtweite der Einflugschneise von Schönefeld und hat an diesem Tag frei. Und plötzlich höre ich ein komisches Geräusch. Und ich gucke in Richtung Königs Wusterhausen, dort wo die Funktürme sind. Und da sehe ich, es war ein Tag, es war sehr heiß, es waren über 30 Grad und es war ein bisschen dunstig. Und da sehe ich eine Maschine da hängen in der Luft, in einer ganz komischen Fluglage, also in so einem Anstellwinkel. Und da sage ich noch zu meiner Frau und meiner Mutter, was machen die denn? Und ganz komisches Geräusch. Und in dem Moment sehe ich, wie das Leitwerk abbricht. Ich saß mit meiner Familie auf der Veranda meines Hauses beim Kaffeetrinken und hörte einen unheimlichen Knall. Ne? Als wenn ein Artilleriegeschoss, also Artillerie der Ferne geschossen hätte. Ich wusste nicht, was es ist. Ich sag, was ist das? Da bin ich losgefahren und in Königs Wusterhausen, wo ich dort am Schloss über die Brücke fahre, da liegt eine große Klappe und da steht Echo Alpha dran. Und da wusste ich, dass es eine IL-62 von uns war. Kurz darauf erreicht Peter Schulze den Absturzort. Dann haben wir so eine Kette gebildet, dann sind wir durch das Feld durch und haben natürlich nach 100 Metern das aufgegeben, weil wir gemerkt haben, es waren also Stücken von Menschen zu sehen und alle nur tote und verkohlte.
Die vier Stewardessen findet man in den Überresten der Küche. Sie haben sich vor dem Absturz noch umarmt. Wenn Sie 158 Menschen, wenn die runterfallen und die Besatzung dazu und dann diese Maschine, die hat ja gebrannt, ne, und kommt zu den Trümmerhaufen, das ist furchtbar. Dann ist es furchtbar. Ich meine, die Besatzungsmitglieder kannte ich ja alle. Habe ich ja zum Teil sogar welche mit ausgebildet. Walter, Assmann, Monika, Atanasov, Sigrid, Auerbach. Der Absturz ist auf einen Konstruktionsfehler zurückzuführen. Nur ein kleiner Kreis von Flottenchefs und Führungskadern wird darüber informiert. Viele Passagiere und auch Stewardessen sind verunsichert. Kommandant Kalbach bekommt es zu spüren, 2 Monate nach dem Absturz der Il-62. Wieder heißt das Ziel Burgas. Und unmittelbar nach dem Start rief die Stewardess von hinten an und sagte, ein Passagier hat gemeldet, dass Funken aus dem Triebwerk kommen. Und wir haben vorne alles durchgecheckt, war alles in Ordnung. Und wir haben dann gesagt, naja gut, wer weiß, nach dem Vorfall mit der Il-62 sieht man so manches. Einige Minuten später meldet die Anzeige tatsächlich ein brennendes Triebwerk. Wir haben das Triebwerk abgestellt, den Brand gelöscht und sind wieder gelandet. Alle Passagiere waren bis auf ein älteres Ehepaar bereit, mit einer anderen Maschine den Flug mit uns nach Burgas durchzuführen. Ich musste lediglich eine Stewardess, die hatte so einen Schreck bekommen, der saß das so tief in Gliedern, noch wahrscheinlich durch den Schreck von der Il-62, dass sie im Prinzip gar nicht mehr richtig sprechen konnte. Sie hat mehr oder weniger nur noch gestottert, hat eine andere Kollegin mit ihrer Angst und mit ihrem Zittern und Stottern mit angesteckt, sodass ich gesagt habe, also gut, mit den beiden Kollegen kann ich nicht fliegen. Bei der Interflug kehrt bald wieder Normalität ein. Neue Ziele werden gesteckt. 1981 auch solche, die nicht unbedingt zum Tagesgeschäft einer Airline gehören. Ich kriegte eines Tages einen Anruf von Dr. Henkes, vom Generaldirektor, der sagte in seiner burschikosen Art, die er so im Allgemeinen hatte, immer, du hör mal, morgen fliegst du doch nach Addis Abeba und da kommen 2 vom Fernsehen mit. Die kannst du mal ein bisschen ins Cockpit lassen und er zeigt denen was und erzählt denen auch was. Die haben was vor mit der Interflug. Roger. 8-mal wird die Interflug 1982 im Fernsehen der DDR abheben, mit Starbesetzung und zur besten Sendezeit. Ob Romanzen über den Wolken oder unter Palmen oder Agenten im Kalten Krieg, bei Treffpunkt Flughafen ist für jeden etwas dabei. Eine Frau wird der schön. Was ist denn los? Wollt ihr Wurzeln schlagen? Ach, ihr seid langweilig. Nee, Duli, ich komm natürlich mit. Ich komm auch mit, wenn's recht ist. Ich wollte schon immer mal auf dem Wasserbüffel reiten. Hm? Interflug? What's that? East German Airlines. Ilyushin 16-2. Buenas tardes, amigos. Wir freuen uns, bei euch zu sein. Hallo, compañeros. Willkommen in Managua. Hey, was ist denn hier los? Ist das hier eine Rollbahn oder ein Boulevard? Hey, Satane, deine Oma, Kieser, hey, hey. Ja, kommst du mal? Ja, schon da. Was ist denn? Die Serie soll realistisch wirken. Deswegen holen sich die Fernsehleute vor Beginn der Dreharbeiten Rat an der Basis. Und mit denen habe ich mich tagelang, oft stundenlang hingesetzt und wir haben über Probleme gesprochen. Und ich muss sagen, ich habe denen unheimlich viel Stoff geliefert. Die Schauspielerin Mariam Agisheva in der Rolle der Stewardess. Wann wollt ihr denn essen? Gegen 1 oder später? Ja, gegen 1. Na, Captain, dann muss ich da aber mal rein. Bitte schön.
Ich habe dann richtig eine Teil-Stewardess-Ausbildung gemacht, mit allem drum und dran, also mit Rettungskursen. Wir sind dann sogar aus einem Hubschrauber mit einer Schwimmweste in den Müggelsee gesprungen, ja, und so Sachen. Und wir waren noch ein bisschen zu hoch, ich habe das aber gar nicht so mitgekriegt und da klopft mir jemand auf die Schulter, dachte ich, ah, jetzt geht's los und dann bin ich gesprungen. Das war aber nicht so gemeint, eigentlich sollte ich noch nicht springen, das war noch so, glaube ich, bei fast 15 Metern. Da ist dann schon merkwürdig, wenn man unten ankommt, das merkt man dann schon. Die Schauspieler der Serie haben das Große losgezogen. 4 Monate dauern die Dreharbeiten in der Karibik, auf Kuba. Da die erste mögliche Maschine nach Berlin ausgebucht ist, bietet sich Mariam Agisheva als Stewardess an. Walter Plate darf in voller Pilotenmontur im Cockpit Platz nehmen. Die Zwischenlandung in Neufundland auf dem Flughafen von Gander ist nur ein Tankstopp. Aussteigen ist nicht vorgesehen. Doch da verlassen 2 Passagiere ihre Sitzplätze im Heck und rennen zum Cockpit. Küche. Wir haben dann da Flaschen und sowas zusammengepackt für den Mülltransport und plötzlich ein Tumult, ein Krach in der Maschine. Jedenfalls stand ich denen irgendwie im Weg und die waren noch ziemlich handgreiflich und packten mich da zur Seite. Das hat auch nichts genutzt, dass ich ihnen gesagt habe, ich bin nicht echt, ich bin hier nur Schauspieler, hat wenig genutzt. Und gingen dann mit Messern irgendwie auf Leute los, nahmen eine Stewardess richtig so in den Schlitzkasten und bedrohten die. Und sind dann rausgesprungen aus der Maschine, aufs Flugfeld, über das Fluggeld und waren weg. In Gender haut öfter mal einer ab. Für jeden Flüchtling muss die DDR $5.000 Immigrationsgebühr an Kanada zahlen. Böse Zungen behaupten, das sei der Grund dafür, dass sich die Interflug ab 1985 nach einem neuen Langstreckenjet umsieht. Tatsache ist, die in die Jahre gekommenen Iljuschins und Tupolevs verbrauchen zu viel Sprit und haben extreme Wartungskosten. 1989 kommt der Paukenschlag. Die DDR importiert zum ersten Mal Hightech aus dem Westen. Das Geschäft zwischen der europäischen Airbus-Industrie und der DDR-Fluggesellschaft Interflug ist perfekt. Die Interflug kauft gleich 3 Airbusse. Ein Überraschungscoup. Also es war schon wirklich ein großes Wunder und natürlich auch ein Glück. Also wir waren alle sehr froh drüber, ja, dass es jetzt so vorwärts geht, dass wir jetzt Airbusse bekommen. Vor dem Linienflug soll geübt werden. Am 28. Juni 1989 gehen stolze 208 Interflieger an Bord des A310, um das Flugzeug kennenzulernen. Keiner ahnt, was ihnen bevorsteht. Jeder musste mit einem Koffer kommen, mit ca. 20 Kilo Gepäck, weil ja das Check-in-Personal also auch geübt hat an dem Tag. Einchecken, wie lange dauert das alles und Beladepersonal einladen. Ja, und dieser vorne im Cockpit saßen also 2 Kapitäne und ein Instrukteur noch aus Toulouse. Bis auf die Höhe von Vilnius läuft alles normal. Und dann ging das los mit diesen, ich sag's mal, unkontrollierten Bewegungen des Flugzeuges. Also es ging hoch und runter und rechts und links. Ich dachte, verdammt nochmal, was geht denn hier vor? Und die Kollegin, die vorne, also Pauser war. Sie haben gemerkt, das ist nicht normal. Das war nicht normal, nein. Und es hat ja auch hinten einen Unfall gegeben. Also eine Kollegin ist auch richtig verletzt worden durch einen Trolley. Und die sagte dann nur, der Instrukteur von Toulouse sitzt jetzt vorne links. Haben wir gesagt, alle, Gott sei Dank. Der plötzliche und gleichzeitige Ausstieg aller 3 Navigationssysteme des Jets hat zu den wilden Flugbewegungen geführt. Ein einmaliger Vorfall in der Geschichte von Airbus, der durch Umrüstung aller Maschinen beseitigt wird. Nach der Stabilisierung der Maschine übernehmen die Interflugpiloten wieder und steuern den Jet von Hand zurück nach Schönefeld. Im August 1989 wird die erste Linienverbindung der Lufthansa zwischen West und Ost, zwischen Frankfurt am Main und Leipzig, eröffnet. Die deutsch-deutsche Luftfahrt ist der Geschichte einen Schritt voraus. Ab morgen wird dann die Interflug einmal in der Woche von Leipzig aus Düsseldorf anfliegen. Zunächst befristet bis zum 31. Oktober. Für den Jungfernflug haben sich ca. 1 Dutzend Passagiere gemeldet. Aber das können ja auch in Zukunft noch mehr werden, wenn wirklich alles im Innerdeutschen noch normaler wird. Zur gleichen Zeit soll im brandenburgischen Stölln im Herbst 1989 Luftfahrtgeschichte geschrieben werden. Einst hob Otto Lilienthal an diesem Ort zu seinen historischen Gleitflügen ab. Jetzt möchte Flugkapitän Kalbach auf diesem Acker eine ausgemusterte Il-62 landen. Zu Ehren des Pioniers der Lüfte.
Auf Beton braucht die Maschine 2500 Meter. Der Stöllner Acker ist nur 900 Meter lang. In dreimonatiger Vorbereitung erleichtert Kalbach die Maschine um 8 Tonnen Gewicht, verringert den Druck auf der Bereifung, um nicht den Acker zu pflügen, und erprobt neue Landetechniken. Sein Ansatz? Landen mit nur 2 von 4 Triebwerken. Einschalten der Schubumkehr bereits in der Luft. Noch nie hat jemand so etwas probiert. Kalbach und seine Crew haben nur einen Versuch. Als wir über die Bäume kamen, musste die Maschine noch mal nachgedrückt werden und im nächsten Moment gezogen werden. Und wir hatten nur 3 Sekunden von der Waldkante bis zum Aufsetzen. Und die Landung musste punktgenau sein. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass uns eine solche starke Staubwolke überrollt. Wir saßen also eine kurze Zeit total im Dunkeln, bis die Staubwolke sich wieder verzogen hatte. Wir wussten nur, es rappelt nicht mehr, die Maschine steht, das wussten wir. Aber wo wir stehen, das wussten wir nicht. Die Landung am 23. Oktober 1989 bringt einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde und Stölln ein Museumsflugzeug. Dann fiel die Anspannung auch relativ schnell ab und ja, dann war's schon. Da konnte einem schon die Brust schwellen. Berlin-Schönefeld, Februar 1992. Die Interflug hat die Wendewirren überstanden, aber in einem endlosen, von Skandalen begleiteten Tauziehen zwischen der Lufthansa, dem Kartellamt und der Treuhand wird die Interflug aufgerieben. Sie hat bereits 2400 Mitarbeiter entlassen, als im Februar 1992 das endgültige Auskommt. Ich habe es aus der Zeitung erfahren. Das fand ich also auch schon mal traurig, dass man wirklich morgens die Zeitung aufschlägt und aus der Zeitung erfährt, dass man jetzt seinen Job los ist, sozusagen. Also, dass die Interflug liquidiert wird. Weiß ich noch, Interflug wird liquidiert. War irgendwie 8. Februar oder so. Und ich war auch mit dabei bei diesen Protests vor der Treuhand am Alex. Vergeblich. Den letzten 1200 verbliebenen Interfliegern steht die Arbeitslosigkeit bevor. Ich hatte zufällig den letzten Airbus-Flug der Interflug nach Larnaca. Und da, als wir da landeten, da standen am Boden die ganzen Bodendienste und da waren schwarz geflaggt und machten so Dauerhupen. Und ich musste die Passagiere verabschieden. Und ich weiß noch, dass der Kloß in meinem Hals immer dicker wurde. Und die Passagiere natürlich auch wussten, dass es der letzte Airbus-Flug der Interflug ist. Und sich auch dementsprechend verabschiedet mit vielen Dank und war immer nett bei ihnen. Und alles Gute für sie. Wiedersehen. Und ihr Kloßstoß stieg immer höher. Ja. Und unten standen sie mit schwarzen Fahnen und hupten Dauer. Und du wusstest, das war's jetzt. Das war schon traurig. Die Interflug-Familie bricht auseinander. Zerstreut sich in alle Winde. Viele müssen den Beruf wechseln. Nur etwa 30% bleiben in der Luftfahrt. Marianne Scheel bewirbt sich bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr in Köln-Bonn mit Erfolg. Ihre neuen Passagiere sind Soldaten oder Politiker. Am neuen Arbeitsplatz begegnet sie auch alten Bekannten wieder. Die Flugbereitschaft hat die 3 Airbusse der Interflug erworben. Ein Stückchen Heimat für Marianne Scheel. Und das war ein super schönes Gefühl, da wieder anzufangen, wenn man so will, wo man einmal aufgehört hat. Es ist ja dann ein Weiterarbeiten gewesen und bis zum heutigen Zeitpunkt so geblieben. Stewardess, im blauen Dress, die schaut ein Jedermann sich gerne zweimal an. Die Stewardess sagt ja und yes. Und mancher Passagier fliegt wegen ihr.